Guten Abend, guten Morgen, Leute. Ich bin wieder da. Es geht weiter mit den Untoten-Kampagne Pfad der Verdammten. Und zwar mit der Schlüssel der drei Monde. Der Schlüssel, Kapitel 4, der Schlüssel der drei Monde, wenig später auf der anderen Seite des zerstörten Elfentores. Zurück zu den Bäumen! Ihr mögt das erste Tor durchbrochen haben, Mörder. Doch das zweite wird euch aufhalten. Das innere Tor von Silbermond kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden, den ihr niemals bekommt. Ihr verschwendet eure Zeit, Weib. Manche Dinge sind unvermeidlich. Glaubt ihr, ich verstecke mich vor euch? Ihr habt wohl noch nie gegen Elfen gekämpft. Verdammte Hexe! Wir müssen einen anderen Weg über den Fluss finden. Ja, die verdammte Hexe hat uns hier den Weg versperrt und wir wollen aber rüber. Seid gegrüßt, Todesritter. Jetzt aber neue Einheiten, die Gruftbestien, Bärchen und Gespinst, womit sie Lufteinheiten zu Boden zwingen können. Ihr könnt in der Luft mehr Gruftbestien beschwören. In der Gruft, nicht in der Luft. Laut Arthas, unsere Streitkräfte können die Flugbestien nicht angreifen. Keine Angst, die Gruftbestien können sie auf den Boden zwingen. Dann gucken wir mal eben in die Quests. Wieder nichts Optionales. Wir müssen zerstört die drei magischen Gewölbe, sammelt alle drei Mondkristalle ein. Ja, das werden wir dann mal in Auftrag geben. Aber als erstes, da sind alle drei Dinger da. So, wir haben 30 Unterhaltskosten, das ist zu wenig. Direkt mal hier. Quatsch. Damit wir von allen Seiten hin abgesichert sind. Und das immer machen. Und natürlich. Wir verlangen weiteres Holz. Und Holz. Was ist das? Das sind die Gruftbestien. Die machen wir auf Hotkey 2. Das heißt, wir brauchen Holz. Errichtet mehr Ziggurats. Ja, ich bin mal wieder limitiert in Ziggurats. Ist ja kein Problem. Dafür brauchen wir hier diese Ghouls. Wir brauchen Ghouls. Dafür müssen erstmal hier die Ziggurats fertig werden. Und sobald die fertig sind, können wir ein paar Ghouls in Auftrag geben, die uns etwas abholzen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wieso hier? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh, mir fehlt noch einer, der Gold abbaut. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ja, der fängt schon an zu holzen. Und hier brauchen wir noch unbedingt so einen Akolyten. Ja, aber die ist das dann. Kann man. Gott sei Dank kosten die nicht viel Holz hier, diese Forschungen. Kann ich direkt in Auftrag geben. Ich würde dann zunächst einmal einen Angriff abwarten. Ach, hier hätte ich ja auch noch welche gehabt. Hier die. Oh, jetzt sind wir schon dabei. Jetzt sind wir dabei. Kostet auch was Holz. Dass die hier ein bisschen rumschießen können. Ich wollte aber erstmal die Forschung alles in Auftrag geben, was geht. Wir haben einen Hahnkrähen gehört. Das heißt, wir haben gerade
6.21 Uhr im Spiel. So, das haben wir. Ausbau abgeschlossen. Was ist Ausbau? Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, die hier würde ich gerne umwandeln. Wenn ich die alle umgewandelt habe, gucken wir mal, was uns sonst noch fehlt. Ich will mit meiner Armee hier erst weg, wenn ich mir sicher bin, dass hier nichts Schlimmes passieren wird. So, die äußeren werden alle umgebaut. Die hier würde ich auch nochmal zur Sicherheit. Ausbau abgeschlossen. Ach ja, ich wollte ja noch einen Piloten. Ich mach besser. Ausbau abgeschlossen. Ist mehr Gold erforderlich. Ja, das Gold, das wollte ich in Angriff gehen. Die letzten Spieler sind wir immer mit dem Gold Ausbau knapp gewesen. Abgeschlossen. Wir haben hier nur 12.000. Das ist nicht gerade viel. Forschung abgeschlossen. Also Forschung sind wir Ausbau abgeschlossen. Noch nicht. Dann ist hier. Es ist mehr Gold erforderlich. Gold! Bau Gold ab, Junge. Wir brauchen Gold. Und du gehst mit Reparatur nach da. Und du mit Reparatur. Ne, das ist ja der. Und du mit Reparatur hier. So, jetzt wird alles umgebaut. Ausbau abgeschlossen. Nein, einer gestorben. Die Gruftbestien. Wir müssen noch mal ein bisschen mehr drauf. Ah, die schießen immer genau die ab, die schießen können. Ah, gut, was machen wir denn da? Kann Bodeneinheiten eingreifen, aber kann die auch runterholen. Ich brauche aber unbedingt diese Zauberer. Das heißt, ich brauche wieder einen Akolyten, der mir was rumbastelt. Und hier, das jetzt haben sie ja gerade frisch angegriffen, dann kann man mal gucken, was hier abgeht. Da ist ja was. Die haben nicht die Reichweite. Weg wieder, weg, weg, weg. Sonst werdet ihr einfach nur abgeschlachtet. Ich würde gerne mal hier gucken, was da abgeht. Gut, erstmal hier alles fertig machen. So, das heißt, wir brauchen Forschung abgeschlossen. Nekropole Hammer. Gruft. Was ist Gruft? Gruft, 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 das da. Dann haben wir Goldmine Hammer, Friedhof. Friedhof würde ich immer dahin basteln, wo wir die Truppen immer zurückziehen. Ich würde sagen, wir ziehen die Truppen hier zurück, ne? Ja, sounds plausible. Und noch einmal für den Fall, dass die da wieder mit so Luftviechern kommen. Souverän gelöst. Gefällt mir. Ja, jetzt wieder. Du bist der Reparaturtyp. Und du bist der Bauer. Und ein Bauer ist was anderes wie ein Tourist. Ein Bauer, der baut. Tempel der Verdammten brauchen wir. Und als letztes noch das Schlachthaus. Forschung abgeschlossen. Und dann ist der auch wieder fertig und dann kann der noch hier so eins bauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit so durch. Mitbauen, was geht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Also, auf Hotkey 1 ist die Armee, auf Hotkey 2 unsere Gruft, auf Hotkey 3 habe ich noch nichts. Hotkey 3, was machen wir denn da hin? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Tempel der verdammten Hände. Ausbau abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Gut, das sind die Magier, die auch in die Luft schießen können. Mache ich auf die Beschwörung ist abgeschlossen. Davon brauchen wir ein paar. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Dann muss hier noch irgendwo das Schlachthaus sein, hier. Und da können wir unsere Fleischwagen bauen. Wo ist unser Friedhof? Wo hatte ich den Friedhof hingesetzt? Hier, okay. Das heißt, da kommen unsere Fleischwagen hin. Steuerung 1, 2, ne, 1, 2, 3. Button 4 ist noch frei. Es ist mehr Gold, Erforschung abgeschlossen. Jetzt noch hier diese zu Geschützen ausbauen. Das ist noch wichtig. Und da würde ich sagen, bewegen wir uns mal ein bisschen rum. Forschung abgeschlossen. Damit wir wissen, wo hier was zu finden ist. Ach ja, und wir brauchen unbedingt noch Magier, bevor wir losziehen. Und diese Magier müssen mir hier helfen. Damit die da hochschießen können. Da sind die teuer. Das ist Ausbau abgeschlossen. Button 3. Ich habe ja ein paar Gruftbestien. Wir ziehen einfach mal los und gucken, wo wir Probleme kriegen, wo es weitergeht. Und so fort. Ausbau abgeschlossen. Das heißt, hier kann man durch. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Kommt mir irgendwie immer so vor wie Captain Obvious. Sie werden angegriffen. Boing. Rolle des Mana. Werden wir das brauchen? Ich glaube nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Dann lass mal gucken, wie sie sich hier schlagen. Ich brauche da unbedingt einen Heiler, damit die mir wieder alles zurückheilen. Aber ich habe keinen Heiler. Ach so, ist ja jetzt eine andere. Ja, die Heiler gab es bei den Menschen. Hier gibt es keine scheinbar. Es ist mehr Gold erforderlich. So, dafür habe ich ja die Akolyten, die mir hier alles rumheilen. Es ist mehr Gold erforderlich. Immer dieser Goldmangel. Ich brauche mehr Gold. Hier sind wir durchgekommen. Da würde ich sagen, wir gehen mal kurz nach hier. Hier haben wir ja alles erledigt. Nix mehr gefunden. Man muss hier ein bisschen auf die Wälder aufpassen. Manchmal muss man sich ja da durchboxen. Naja, es ist mehr Gold erforderlich. Und hier muss ich auf Leichen sammeln einstellen. Und dringend Gruftbrust. Es ist mehr Gold erforderlich. Hier haben wir wieder was. Ich lache der Gefahr ins Gesicht. Ja gut, dann schnappen wir uns mal diese super coolen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt.
schnell gucken, was da Sache ist. Hinder! Jungs! Ihr könnt doch gar nicht rumeiern. Wo ist mein Akolyt? Direkt noch einen zweiten hinterher. Es ist mehr Gold erforderlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es ist mehr Gold erforderlich. Wie, wir werden angegriffen? Ah, ihr müsst doch, ich hab euch doch gesagt, ausladen. Ach so, wir sind ausgeladen. Er hier auch? Hä? Ach, ihr seid nicht mitgekommen. Ei, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ich hab hier nicht meinen Fokus gehabt. Euch bringe ich mal in Sicherheit nach hier unten. Die werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Da könnte ich auch noch neue bauen. So, meine kleine Armee ist ein bisschen geschrumpft. Nichtsdestotrotz. Krieg ein bisschen aufs Maul. Ah. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich würde sagen, diese Gruftbestien sind gut, davon brauchen wir noch ein paar. Atas, nein, hau ab. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Haben wir was zum Heilen? Großer Heiltrank. Das ist doch genau, was wir brauchen. Wir müssen erst den Turm da platt machen. Das heißt, alles auf den Turm. Wo ist er? Da. Das sind so viele. Also ich warte erstmal, bis der Turm heile ist. Und weg, 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 weg. Lauf, lauf, lauf. Ei. Ich pack die wieder. Ich brauche was zum Heilen. Es hilft alles nichts. So, die muss ich erstmal hier eine Runde stehen lassen. Und am liebsten wieder in Richtung Haus bringen, oder? Ich. Ja, komm. Wir holen die erstmal ab. Wo haben wir die Flieger? Die habe ich ja hier in Sicherheit gebracht. Ihr sammelt jetzt die da alle ein. Dann fliegen wir mal in Sicherheit. Ich brauche auf jeden Fall diese Gruftbestien. Die kriege ich hier. Es ist mehr Gold erforderlich. So. Wenn mehr Gold erforderlich. Ausladen nach da. Was können die Zauberer denn könnten? Ah, Gruftbestie. Komm, wir brauchen. Oh ja, Gruftbestien brauche ich eine Menge. Wie sieht's denn aus, König Arthas? Also Prinz Arthas. Luftschiffe in Sicherheit? Ne, das sind meine Streitwagen. Da nehmen wir auf jeden Fall gleich zwei Stück mit. So, hier die Luftschiffe, damit man die schnell sieht. Okay. Ah, ja, ja. Was ist denn mit dir, Prinz? Der Prinz Arthas ist zum Todesritter geworden.
Es ist mehr Gold erforderlich. Wie viel Gold haben wir noch? Er geht auch langsam zur Neige. Wir brauchen eine neue Goldmine. Wie kann man den schneller heilen? Was lag hier rum? Hier lag ja irgendwas. Ich gehe mal eben kurz rüber gucken, was. Ich glaube, das war Mana, ne? Mana bringt mir nicht viel. War eine Rolle des Mana, habe ich doch gewusst. Es ist wieder Tag, das heißt, die Elfen könnten aktiver werden, aber meine Untoten nicht. Ja komm, Arthas, dir geht's gut genug. Wir gucken mal an, welche Armee wir nehmen. Die, ihr kommt mit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und jetzt schon wieder. Immer aus der Luft, diese Schweine. Kann man die nicht patrouillieren? Das stört mich. So, hier war einer ziemlich böse angeschlagen. Den ziehen wir mal ganz zurück, damit der komplett heilen kann. Schön. So, ich habe hier... Ich wollte noch eine kleine Armee. Zack, zack. Zack, zack. Noch zwei kann ich. Na komm, nehmen wir alles Großbestien und so ein Zauber. Steuerung 1. Wir gehen rüber. In der Zwischenzeit neue Armee basteln. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Armee sammeln wir hier so. Genau. Dann wäre es praktisch, wenn das Holz hier wegkäme. Aber darum kümmern wir uns gleich. Wir haben eine neue Armee. Wir packen alles wieder in unseren Zeppelin. Und gehen mal rechts ein bisschen aufräumen. Aber diesmal richtig ausladen. Eben hat es ja irgendwie nicht geklappt. Und wieder in Sicherheit bringen. So, meine Armee ist bereit. Wir metzeln jetzt. Jetzt gibt's kein Karton. Kein Karton! Souverän erledigt. Besser als eben. Bessere Vorbereitung hilft meistens. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ich habe hier schon eine neue entdeckt. Die holen wir uns jetzt.
Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und wir holen das Inventar ist voll. Das Inventar ist voll. Dann nehmen wir das und dann nimm das mal. Und dann stehen sie mal wieder alle im Weg rum. Der eine latscht auf den Füßen von den anderen rum. Das kennen wir ja schon. Der erste Mondkristall. Komm, komm, komm. Schaffst du? Ja. Und geschafft. Dieser Mondkristall ist ein Teil des Schlüssels der drei Monde. Wir müssen die anderen beiden Teile finden, um das Elfentor zu durchbrechen. Erster Teil haben wir. Hier wollte ich noch ein bisschen was aufdecken. Nämlich genau wegen sowas. Ah, erste Türme. So ein kleiner elfischer Verteidiger. Ja, aber jetzt nicht mehr. Haben wir gesagt, ey, was gibt's denn da so? Weg mit dir. Jetzt haben wir unsere erste Armee hier. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Boah, das sind aber gar nicht mal so unwenige. Es ist mehr Gold erforderlich. So, Gold gibt nur noch... Oh, das ist ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Also nehmen wir diese ganzen Typen hier. Warten wir bis die... Einen nehmen wir schon mal. Den setzen wir direkt hier vorne ab. Damit er schon mal anfängt rumzuhexen. Und den Rest holen wir gleich ab, sobald ihr einkracht. Das passiert ja schon gleich. Dann können wir direkt hier... Machen wir direkt. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Setzen wir dann auch hier ab. Verhexen die Goldmine. Goldmine verhext. Oh Gott sei Dank haben wir noch genug Kohle, um das zu machen. Ich hätte mir jetzt echt in den Püppis hier bissen, hätte das nicht geklappt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Plätze. Und wie viele kommen hier? Nur drei? Vier. Noch einen Platz brauchen wir. Dann holen wir uns noch einen ab. Wir stehen ja noch hier noch rum, ne? Da ist einer. So, da stehen zwei. Den dann nehmen wir. Den nehmen wir. Setzen wir noch bei der Goldmine ab. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was? Ah, da muss ich aufpassen. Diese Akolyten, die sind ja im Heilmodus. Können die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, kann er. Gut gemacht, mein Kumpel. Beschwörung ist abgeschlossen. Komm, helft mal hier. Ein bisschen Gold. Ja. Und schon kommt wieder Gold rein. Ist das nicht schön? Ist das denn nicht herrlich? Und du auch noch. So, Gold kommt. Zeppelin bringen wir hier in Sicherheit, indem wir hier unten rumfliegen. Jetzt nachdenken. Ich brauche auf jeden Fall einen Schutz für die Goldmine. Also machen wir drei Ziggurats. Eins, zwei, drei. Es ist mehr Gold erforderlich. Hätte ich befürchtet. Jetzt haben wir wieder chronischen Goldmangel. Chronischer Goldmangel.
Jo, chronischer Goldmangel ist hoffentlich gleich. So, wie teuer ist der Ausbau? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich mache das ja nur, weil das gute Verteidigungsgebäude sind in Verbund mit der Goldmine, weil die Akolyten ja hier rumgraben. Dann kann ich die auf Heilen setzen. Und immer wenn die angreifen, können die da teilen und dann sind die einigermaßen gut geschützt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was denn für ein... Achso, da. Die Beschwörung. Also Holz haben wir ja noch. Ach ja, ich wollte dieses Holz wegkriegen, weil mir das im Weg rumsteht. Das Holz ist mir definitiv im Weg, aber wenn ich da rumgrabe, werden die doch bestimmt abgeschossen. Wieso greift ihr eigentlich nicht an? Weil ihr nicht drankommt, ne? Das ist der Grund. Habe ich recht? Habe ich recht oder nicht? Patrouillieren fehlt mir echt. Patrouillieren, das wäre so geil. So, das hier wollte ich... Ja, das ist im Bau. Hier brauchen wir noch 20 Dinger. Haben wir gleich. Dann warte ich noch auf das eine und dann geht's weiter mit den Ausbau Gesetzen. Abgeschlossen. Ich habe ja auch mal ein bisschen jetzt an der Soundlautstärke rumprobiert. Das Spiel ist nämlich eindeutig lauter gewesen, als mir lieb ist. Deswegen habe ich mal versucht, da ein bisschen den Sound runterzumachen und bei meiner Stimme auch, weil die war auch ein bisschen übersteuert. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie sich das... Ich habe ja hier nur mit diesen Kopfhörern, weiß ich nicht, ob ich das da so richtig gut höre. Scheint wieder ein längeres Spiel zu werden. Ausbau abgeschlossen. Gut, auf geht's. Wir gehen jetzt mal durchs Portal und gucken, wo wir da rauskommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es geht direkt im Krieg, oder was? Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ja, jetzt greifen die auch noch da hinten an und ich bin hier beschäftigt. Uncool! Uncool, Alter! Uncool! Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, ich muss mal da gucken. Was macht ihr denn da? Helft mal hier euren Kumpel. Haben wir ein Ziggurat kaputt gemacht? Hier stand noch so ein Ziggurat. Ist das weg? Mann, was für Assis. Da ist wieder eine Goldmine. Mhm. Aber hier muss ich ein bisschen besser aufpassen, weil die hier eventuell rüberfliegen. Ich habe eigentlich eine gute Armee. Würde ich weitergehen. Erst die Türme. Erst dieser komische Feuerturm. Der sieht mir heftig aus. Dann der Turm. Dann der. Immer drauf, ne? So muss das. Streitkräfte werden angegriffen. Wo ist der Wagen hin? Hä? Wo ist der? Irgendwas stimmt hier nicht.
Da kommen immer neue Leute durch. Ey, kümmere dich nicht um den. Hier, helf dem. Wir scheinen auf eine Quelle gestoßen zu sein. Hier kommen immer wieder neue Leute durch. Aber ich dachte, das Portal wäre nur in eine Richtung. Immer mehr. Komm, zauber mal ein bisschen rum. Seht ihr, da kommen wir nämlich hier woanders rauf, als wir reingegangen sind. Ah. Erster Turm, erster Turm. Zurück, Leute! Wo sind wir jetzt? Oh. Jetzt folgen die mir auch noch. Was ist denn los mit euch? Wollen wir mal auf Arthas? Dem geht's doch gar nicht so gut. Oh. Unser Held wurde getötet. Na gut, Held wurde getötet, ihr wisst, was das heißt. Wir brauchen wieder hier, wo haben wir hier einen von denen. Der steht da eh uncool. So, das bei Tempel wurde für Magie benutzt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Dunkelheit, komm. Und dann baust du wieder da aus. Ja, die Streitkräfte lassen wir jetzt da erstmal verrecken. Den kann ich irgendwie jetzt im Moment überhaupt nicht helfen. Vielleicht halten wir einfach lange genug durch. Ich brauche erstmal meinen Helden zurück. Boah, das war ja ein Krampf hier. Naja, das einzig Blöde ist... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich muss zum ersten Portal rüber. Fliegend. Erstmal brauche ich wieder Armee, ne? Also, ich brauche was zum kaputt machen. Zwei Stück. Dann Totenbeschwörer fand ich jetzt nicht so klasse, aber die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich muss tierisch aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel Geld ausgebe, sonst kriege ich meinen Todesritter nicht wieder erschaffen. Ach so, apropos, ich habe versucht jetzt wieder ein bisschen am Zaun zu drehen, aber mir gefällt das Bild da unten rechts nicht. Kaum Farbe. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, da kam raus, ey, ich will das hier alles, dann können die mir nicht immer hier drauf gucken. Bin ich ja uncool, wenn die da drauf gucken. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ey, wo kommt die denn jetzt wieder her? Was stimmt denn mit denen nicht? Holt mal das ganze Holz da weg und ihr geht mal hier vor das Ziggurat. Dann könnt ihr hoffentlich was zusammen machen. Zusammen mit dem Ziggurat und nicht immer ihr und dann die da. So, ich wollte jetzt wieder eine neue Armee aufbauen. Hier, die sind alle krepiert, ne? Ja, ja, alles weg. Oh, schade, schade. Ich brauche immer das ganze voll. Ne, einer lebt noch. Ja, der hier. Gut, dann mache ich trotzdem mal die Armee voll. Und zwar brauchen wir hiervon so viele. Zwei davon.
hier muss ich immer neue Großbestien. Es ist mehr Gold erforderlich. Ausbilden. Und dann geht mir das Gold aus. Das heißt, ich muss mir jetzt die nächste Goldmine holen. Das machen wir auch. Die ist ja einigermaßen geschützt hier. Da kann man auch irgendwie rüberfliegen. Hier scheint irgendwas Geheimes zu sein. So, das heißt, wir wollen ja nicht den Ghoul dabei haben. Oh, das ist doch eine gute Armee. Noch eine Gruftbestie mehr oder noch so ein Wegelchen. So ein Wegelchen hätte ich gern. Ach so. Wegelchen gibt's nicht. Nehmen wir halt noch eine Gruftbestie. Auch gut. Und zwar diese Steuerung. Eins und auf geht's. Soll ich direkt zu dem Typen darüber fliegen? Dann brauche ich den ganzen Umweg nicht machen. Kommt her. Hohe Kosten. Ja, würde schneller gehen, wenn ich hier einfach absetze. Hier war aber ein Turm, das heißt ein bisschen rechts. Und dann hier absetzen. Und wieder runter in Sicherheit. Oh, dann machen wir erstmal hier kaputt. Sehr gut. Dann würde ich erstmal gucken, was hier ist. Schon wieder. Ah, wieder so ein Portal. Jetzt schnappen wir uns. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh Gott, da kommt eine ganze Armee. Kinder, bevor ihr darüber fliegt, obwohl, lass ruhig rüberfliegen. Jetzt habe ich meine Fleischwagen verloren. Fleischwagen. Es ist mehr Gold erforderlich. Gold. Ja. Akolyten, da stehen zwei rum. Nehmen wir mal einen weg. Dann kann der schon mal die Goldmine verhexen und hoffen, dass der nicht hops geht. Ihr könnt noch ein bisschen Holz abbauen. Wo ist er denn jetzt? Hier ist er nicht drin. Da. So. Flieg mal hier rüber zur Goldmine. Setz dich mal vorsichtig ab. Ach so, jetzt, ich sehe es. Hier, der ist jetzt blau. Der ist rot. Hat das eine Bedeutung? Gelb, blau, gelb, rot. Fang schon mal an, hier rum zu verseuchen. Nicht Friedhof. Goldmine verhexen. Blau. Wo sind wir eben rausgekommen? Das hier war... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wo denn?
Komm weg da, weg da, weg da! Ich würde sagen, ein bisschen auf Zeit geht das Spiel schon. Ich muss hier durch. Ich habe aber nur eine kleine Armee. Ich wollte ja noch zwei Wägelchen. Sind die Wägelchen da? Ja. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Jetzt kannst du ja schon mal Gold abbauen. Ja, die Goldmine ist bald erschöpft. Mehr Akolyten brauche ich nicht bauen. Aber ich brauche schon mal ein paar neue Wägelchen in petto. Da. Es ist mehr Gold erforderlich. Dann zack. Diese Wägelchen nehme ich alle mit. Und noch ein paar davon. Wie viel passen da rein? Das war's schon. Das ist super ärgerlich. Man muss echt aufpassen, dass man nicht... was wollte ich sagen? Man muss tierisch aufpassen, dass man nicht diese Flugdinger im... während die was transportieren, abgeschossen werden. Dann sind die ganzen Einheiten im Arsch und das ist echt bös witzig. So, dieser Akolyt baut mir dann wieder... wie immer, ich mache immer drei Ziggurats, damit glaube ich auf der sicheren Seite zu sein. Hier gibt es noch ein paar Kisten. Ein großer Heiltrank. Nichts Permanentes. So, das ist blau. Das ist rot. Das ist hellblau. Das ist hellblau. Ach so, jetzt verstehe ich. Dieses hellblau geht also nach da. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Ja, ich habe doch schon hier Reserve. Das geht zum Roten und Rot war das, wo es hier rausgeht. Und hier war eine richtig heftige Armee. Dann würden wir das mal angehen, ne? Auf geht's. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh Gott. Wo sind wir? Kommt, kommt rüber, Jungs. Ich brauche euch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Problem ist, dass der immer nach vorne rennt. Ausbau abgeschlossen. Der kriegt zu sehr aufs Maul. Ach, wegen dem Turm hier. Den kriege ich nicht mehr gerettet. Ja, ja. Jetzt lassen die mich nicht vorbei. Unser Held wurde getötet. Ausbau abgeschlossen. Ja gut, aber die sollten das hier schaffen. Aber mich ärgert es, dass ich jetzt keine Erfahrungspunkte kriege. Weil der Opsi-Young ist. So, wo sind denn jetzt hier meine Holzabbauer? Hier die, ne? Ja. Da stehen viele rum. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, das weiß ich, dass die angegriffen werden. Aber ich muss ja auch mal was hier machen. Können wir eigentlich nur warten, bis hier das Gold zu Neige geht. Hier das blaue Portal nutzen. Dann kommen wir da raus. Ja, sieht doch alles gut aus. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Schande. Ach so, wartet mal. Mir fällt aber unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gebäude zurückschicken, dann kriegt man die Hälfte zurück.
Ja, ist doch schön. Cool. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir müssen mehr zusammenarbeiten. Wir machen erstmal zusammen den Platz. Dann das. Dann das. Dann könnt ihr in Frieden ein bisschen rumwechseln. Hält wieder da, hält wieder da. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es ist mehr Gold erforderlich. Da ist der ein Monster. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Warte, jetzt schon wieder. Das ist, weil ihr nicht zusammenarbeitet. Ich hab's euch doch gesagt. Es ist mehr Gold erforderlich. Dieser Fleischwagen ist stark beschädigt. Wenn ich jetzt mit dem Fleischwagen... Wo habe ich... Hier sind wir bei Rot rausgekommen. Gehen wir mal wieder hier Rot zurück. Da kommen wir hier raus. Und das ist nämlich hier in der Nähe meiner Goldmine. Du gehst den mal heile, heile machen. Ich würde gerne wissen, was hier ist. Ob es da auch ein Portal gibt. Deswegen würde ich eh... erstmal hier rüber fliegen und gucken, was der Anbach ist. Aber ich sehe hier, da ist ein Geschützturm. Da muss ich vorsichtig sein. Vorsichtig. In der Zwischenzeit heilst du den da. Dieser hier sollte jetzt auch wieder fit sein. Aber ist gut gemacht. Reicht jetzt auch. Wo muss ich lang? Das rote Portal. So. Dann brauche ich ein Flugschiff. Hier rüber. Achso, der Arthas muss noch irgendeinen Schrott hier ablegen. Ja, das muss ich behalten, ne? Das hier. Die Urne von König Tirenas. Ah, die Rudepuppe, komm weg damit. Ach so, ich habe hier noch gar nicht weitergeguckt. Der zweite Mondkristall gehört uns. Ja, wir sind so cool.
So, so. Ich habe mich ja geheilt. Dir geht's wieder gut, du kannst wieder in den Krampf und du kommst auch mal hier rüber geflogen. Dann geht, bereitet ihr euch mal vor hier auf Übersetzen. Gibt es hier überhaupt was Optionales? Zurück zum Spiel, Quest. Eigentlich nicht, aber ich bin zu neugierig. Ich will wissen, was da ist. Und wir gucken nach. Das kann ich euch versprechen. Diese Goldlinie. Da ist noch was drin. So. Rein mit uns. Ist die Frage, wo man hier am besten absetzt. Wir fliegen mal so ganz dicht dran und gucken mal. Nicht in die Nähe der Türme. Hier sieht gut aus. Ah, da ist ein Turm, aber egal. Ich hab so eine Ahnung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich hab so der Ahnung, dass das das zweite Mondtor ist. Da müssen wir erstmal, ja genau. Erstmal müssen wir die ganzen Schlüssel finden. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Was? Oh ja, da muss ich mal was machen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es ist mehr Gold. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die kommen da nicht dran. Dann geht doch mal da weg, Jungs. Dann lass die rankommen und dann ist gut. Mann, immer muss man für die mitdenken. Das gibt's doch nicht. Wieso gehst denn du allein? Nimm doch deine Jungs mit. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Also nur hier ein Bogenschütze. Mein Gott. Immer muss man hier alles selber machen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. So, jetzt müssen wir erstmal hier rüber und unsere Flieger wiederholen. In der Zwischenzeit wieder diese Flugbestien. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, ich muss hier ein bisschen lauter reden, weil es ist hier ein bisschen lauter geworden im Zimmerchen. Irgendwas ist hier am Rummachen. Ja, ich höre es laut und deutlich. Egal. So, habe ich hier wieder welche, die nichts zu tun haben? Nein, die laufen erstmal weiter. So, Flugmaschinen sind da. So, mitten. So. Okay, Esther. Eu não tenho tempo, Lu. A impressora não quer funcionar, por quê? Ok, eu vou olhar mais tarde. Momento. So, das war das Frauchen. Die fragt, was mit dem Drucker ist, warum der nicht funktioniert. Das heißt, ich mache dieses Let's Play noch schnell zu Ende und dann gucken wir uns das mal an.
Ja, aber so ist das halt. Er hat gesammelt, die Armee geht weiter, die Karawane zieht weiter, der Sultan ist tot. Oder warte, muss ich da rüber fliegen? Stopp, bleib mal hier. So. Kann sein, dass ich da rüber fliegen muss. Wo ist das blaue Tor? Das Gegenstück zum Blau, Rot, Rot, Hellblau. Ja, das könnte sein, dass es hier weitergeht. Versuchen wir es einfach mal. Unsere Streitkräfte. Ja, und wir sind im Krieg, wir sind im Krieg, wir sind im Krieg. Ja, wir müssen systematisch kämpfen, weil irgendwie die machen das nicht systematisch genug. Das heißt, wir gehen erstmal alle Ziele an, die wir schaden können. Das ist das da. Vor allem, ich muss von den Türmen erstmal weg. Hier hin, mach den Turm erstmal platt. Ich sagte doch den Turm. Mein Gott. Erst die Ziele, die mir wehtun, Jungs. Wir haben das doch schon geübt. Oh, der kriegt... Ah, der geht mir wieder hops. Ah. Unser Held wurde getötet. Ja, der Held wurde getötet. Was heißt das für uns? Wir brauchen einen neuen Helden. Diesmal sammeln wir alles, was wir brauchen, nach da. Meine Flugmaschinen, die sind noch irgendwo hier am da. Ja, die brauche ich dann hier in der Nähe. Ich brauche vor allen Dingen... Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und vor allen Dingen die. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, die Goldmine ist ja hier auch bald fertig, ne? Auch geht noch. Aber den können wir schon mal in die Richtung schicken. Das ist jetzt hier das rote Portal. Blau. Rot. So. Von rechts kann ja jetzt nichts mehr kommen. Das heißt, ich kann mir diese Goldmine. Unsere Streitkräfte zu werden angegriffen. Machen. Wo habe ich den jetzt hingeschickt? Wo habe ich ihn hin? Da. Da. So. Komm, hol dir die Goldmine. Also hier mache ich mir jetzt wirklich wenig Sorgen, dass hier irgendwas passiert. Jetzt heißt es nur noch das hier plätten. Und dann haben wir den Auftrag wieder geschafft. In einer Rekordgeschwindigkeit. Sammeln erstmal schön was auf. Du auch. So. Ach, hier stehen auch noch so viele rum. Oh, und was macht ihr? Das sind alles Holzabbauer. Warum baut ihr kein Holz mehr ab? Ja, weil es kein Holz mehr gibt. Am sichersten wäre wahrscheinlich hier unten. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ich wollte zwei davon. Den Arthas. Und den Rest hiervon. Und den heilen wir. Weil er hat schon ein bisschen Damage. Und rein da in die Flugmaschine.
Wir setzen sie ab. Das hier ist ja das dunkelblaue Portal. Dunkelblau, das ist dunkelrot. Wo sind die nächsten Portale? Hellblau. Dunkelblau, da müssen wir hin. Da setzen wir alles ab. Und dann holen wir uns das letzte. Und ich frage mich, ob ich die Urne noch brauche, weil... Ah ja, da ist ja der Dings drin, der Kel'Thuzad. Alter, leer. Sieht leer aus und wieder zurück in die Heimat mit euch. Sehr schön. Und der letzte Krieg, hoffe ich. Aber diesmal ein bisschen Kooperation. Kräfte werden angegriffen. Wir fangen an mit dem. Ah, kommt er weg von dem scheiß Geschützturm, Mann. Dann haben wir das hier, dieses Kapitel gleich abgeschlossen. Ah, Arthur sieht mal wieder total bescheiden aus. Er kriegt ja auch immer alles ab. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Ich muss erst diese Türme platt machen, die machen echt zu viel Schaden. Erst den Turm, habe ich gesagt. Ey, was ist denn los mit dem? Unser Held wurde getötet. Ey, das ist mir jetzt auch egal. Wir haben es geschafft. Das ist jetzt echt egal. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Goldmine ist ja fast erschöpft. Da geht noch was. Und dann muss ich hier über das Blaue rüber. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Über Rot muss ich rüber. Rot ist hier. Das heißt, soweit ich hier fertig bin, links rüber. Okay. Haben die das wieder aufgebaut? Ja, die bauen das wieder auf, diese Schweine. Dann habe ich sogar ein äußerst hohes Interesse daran, hier ein bisschen Action zu machen. Wir haben hier noch Reserve, sehr schön.
Und rein in die Flugmaschine. Und in die andere Flugmaschine. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Dann würde ich sagen, das wird jetzt der letzte Angriff. Da wollen wir ausweichen. Wir wollen hier links rüber und dann da absetzen. Links rüber und hier absetzen. Dann die Goldmine, habe ich gesagt, links rüber. Das kann man recyceln. Und zapp. Ja, Schutz brauchen wir da nicht mehr bauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir sind ja hier schon am letzten Ende. Komm, wir müssen jetzt echt mal systematisch. Das Gebäude, dann das, bevor das fertig ist, dann das da. Dann das. Direkt das da. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Jetzt machen wir systematisch alles kaputt. Ist das ein Friedhof? So, die können jetzt hier in Ruhe rummetzeln. Auftrag ist ja eh geschafft. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und wir müssen hier die Arbeiter kaputt machen. Die stören nicht. Die bauen hier immer alles auf. Ah, das kann dann schon mal den letzten Mondkristall aufheben. Endlich! Der dritte Mondkristall. Der Schlüssel der drei Monde ist vollständig. Und was sagt uns das? Die drei Monde abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt hier zum Tor. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da rund ums Tor.
Wo sind meine Flugmaschinen? Da. Kommt mal ein bisschen mehr. Mach mal hier das kaputt, das macht mich ganz nervös. Also wie gesagt, ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wie laut das Spiel ist, wie laut ich bin, wie es mit Verzerrung aussieht und so weiter. Ich brauche da mal ein bisschen Feedback. Ich könnte noch ein paar... Ich will wissen, was das da ist. Deswegen gehen wir da auch mal hin. Was ist das? Ach, das ist so eine Säge, ne? Sägewerk, genau. Ja gut, ich könnte jetzt jedes einzelne Gebäude hier einreißen und ich habe auch tierisch Lust dazu, aber ich will wissen, wie es hier weitergeht. Wie viel sind das noch? Wir machen systematisch das, 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 das. Und dann hier dieses scheiß Flug... die nette Flugmaschine hier. Gibt ja extra Punkte. Und jetzt nur noch das. Und wir haben es. So, dann würde ich sagen, es geht weiter. Aber da habe ich ja schon gemetzelt. Da dürfte eigentlich kein Widerstand mehr sein. Und dann gucke ich mal, was die Frau schon meinte mit dem Drucker. Endlich. Die Tore haben sich aufgetan. Wenn wir mit Sylvanas fertig sind, gehört das innere Königreich uns. Ihr verdammten Monster! Wie kann man euch zurückschlagen? Annich. Diese Waldläuferin geht mir gehörig auf die Nerven. Wir machen an dieser Stelle die kleine Pause aus besagten Gründen. Wie gesagt, ich hätte gerne ein bisschen Feedback. Schreibt mir in die Kommentare, wie mit der Sound ist und so weiter. Das, ja, da wäre ich euch dankbar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Euer Chris. Ciao.